So, hallo und zurück bei Odos Let's Play XCOM. Das letzte Mal haben wir unsere erste Mission gestartet und gleich eine interessante Mission, nämlich eine Terrormission. Also nicht wir begehen den Terror, sondern wir versuchen den Terror irgendwie zu zerstören, verhindern. Wir haben Aliens in Shanghai aufgebracht. Und wir haben jetzt schon echt viele Aliens gekillt, aber zwei dicke Aliens, nämlich diese zwei panzerähnlichen Aliens, sind noch da. Das zweite Panzer, oh, was ist das zweite panzerähnliche? Und ich habe echt keine Ahnung, ob wir die besiegen können noch, weil die halten urviel aus. Na, wobei andererseits die anderen zwei haben wir auch schon erledigt. Wieso sollten wir das nicht? Gut. Was ich auf jeden Fall nicht will, ist, dass unsere zwei Verletzten sterben. Das heißt, ich will, dass die einfach stehen bleiben, sitzen bleiben. Und letzte Runde ist einer einfach so rumgerannt, weil ich zu viel herumgeklickt habe vor lauter Angst, dass jetzt nichts weitergeht. Na gut, wir machen ein Rundenende. Aliens lassen wir bewegen. Ah, blöder Alien. Jetzt wird irgendeinen Zivilisten gekillt. Ah, das ist gut. Wie viel bewegen sich die? Das ist ja schrecklich. Nichts Besseres zu tun. Na gut. Dieser Alien. Oh Gott, der hat nur noch 6 Lebenspunkte. Shot auf den. Not enough time units, okay. Du siehst diesen Alien. Snapshot geht sich um. Nur treffen tun wir nicht. Na gut. Auch du siehst einen Alien. Und nochmal. Ah. Keine Schüsse mehr. Aus mit Munition. Auf das hätte ich vielleicht auch schauen können. Na gut, nächster. Können wir einen Aimshot machen? Nein. Für einen Snapshot sind wir aber gefährlich nah bei diesen Typen hier. Jetzt kann man auch keinen Snapshot mehr machen. Na super. Das hätte man so machen müssen. Gut, diese Person hier, Sung Hyun Ja. Wo ist die überhaupt? Da können wir von hinten kommen vielleicht. Geht's da durch? Schaut fast so aus. Okay. Hey, wir können noch einen Snapshot machen. Ich glaube, wir haben ihn erledigt. Da liegen sogar zwei. Vielleicht waren da sogar zwei. Oder vielleicht waren da ein paar Zivilisten.
Das ist ja cool. Das war gut. Der Raketenwerfer hat sich ja doch ausgezahlt. Ich wusste doch, warum ich ihn mitnehme. Ivar Retter, du bist unser Retter. Ja. Wenn du einen Snapshot darüber machst. Triffst du nicht. Gut. Mal einen Snapshot auf ihn. Dann neues Magazin einlegen. Und dann machen wir noch einen Autoshot. Komm schon. Gott, du bist so unfähig. Freund und Zwetschgenröster. Schade. Es könnte durchaus sein, dass das der letzte hier ist. Das Problem ist, was ich dann ein bisschen provoziere, ist, dass ich da in meine eigenen Truppen reinschieße. Schade, na gut. Haben wir noch jemanden? Jo, Silvio. Und Paddy. Yes. Vierunddreißig. Ein Autoshot geht sich noch aus. Na komm schon, könntest du bitte sterben? Gibt's das? Ich glaube, du bist das Letzte, was es noch hier gibt. Der hat schon geschossen. Der auch, auch, auch. Ich glaube, wir waren alle dran. Mist. Uah. Ich habe Angst. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah! Nein! So einen Aim-Shot drauf. Bam. Ja, das hat in etwa so gewirkt, wie wenn es gar nicht gewirkt hätte. So. Dann machen wir das da mal weg. Gehen wir das da mal in die Hand. Machen wir jetzt einen Autoshot mal da drauf. Oh, wir sind so großartig. Wir sind so großartig. Wir hätten gleich den Laser nehmen sollen. Wahrscheinlich war es nur deswegen. Gut. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war der letzte. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich werde jetzt einfach auf Runde beenden gehen. Er hat es echt überlebt. Also, natürlich nur, wenn die Runde jetzt zu Ende ist. Nein! Es gibt noch einen Alien. Das war jetzt dumm. Jetzt sind zwei von mir verstorben. Das war jetzt klug. Ach, ich bin so dumm. Ach, weh.
liegen jetzt der Alien? So, da drüben ist das detoniert, das heißt, das muss irgendwo von da kommen. Ah, da ist auch noch so ein Drum. Da sehen wir dieses Alien. Gut, du siehst ihn sogar. Oh, warte. Gut, dann folgendes, das wieder daher, das wieder daher, das da rein. Und nächste Runde schießen wir drauf. Weil ohne Rakete ist das ein bisschen mühsam. Und Autoschuss drauf. Ah, nein, nein, falsch. Ach Gott. Das war so dumm. Schon wieder. Könnten wir das bitte nicht so machen? So, aber dieses Mal können wir einen gezielten Schuss drauf geben. Und was sagt die Karte jetzt? Alien tot. Da drüben ist auch irgendein Toter. Aber ich nehme mal an, ein toter Mensch und nicht ein toter Alien. Gut. Du nimmst das da am Boden und nimmst das da in die Hand. Und jetzt wird damit geschossen. Gegen die Knie. Das war so dumm. Ich bin so dumm. So. Geh mal da rein. Geh mal da rauf. Vielleicht sehen wir von oben mehr. Schon. Du wirst dich erst gar nicht bewegen jetzt. Du bleibst einfach stehen und aus. Oder, na, so, du bleibst einfach stehen und aus. Paddy. So, da ist schon ganz schön viel los hier. Rauch und Schwefel und was weiß nicht, was alles. Okay. Knie ich mal hin. Ja, da ist ein toter Mensch. Warte mal. Ah, da ist ein Mensch, so. Das ist ein Mensch und ein toter Mensch. Was das ist, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Wollen wir dann schon feststellen. Ah, du hast dich schon bewegt. Du auch, du auch. Du auch, du auch. Auch, auch. Noch nicht. Ah, noch ein Alien.
Noch so einer. Bist du wahnsinnig? Da gibt es viele von denen. Puh. Tula Laxo. Dann gehst du auch darunter. Weil diesen dicken Alien müssen wir ja auch irgendwie besiegen. Nachdem wir keine Raketen mehr haben, müssen wir es irgendwie anders machen. So. Aber jetzt. Feigling. Saving Game erneut. Das Spiel speichert für mich sicherheitshalber, weil ich zu dumm bin. Das habe ich jetzt nicht sehr gut gemacht. Jetzt haben wir eh schon so viele besiegt und sind nur welche da. So, schauen wir mal. Nehmen wir vielleicht die Granate in die Hand. Können wir die jetzt schon primen? Nein, können wir nicht. Wir haben zu wenig Time Units. Na gut. Dann gehen wir mal in die Knie. Und der nächste. So, na, viel ist nicht von ihm übrig geblieben. Kann man jetzt nichts machen. Nimmst du auch die Granate in die Hand. Nix da. Und wir sehen auch den da. Schießen wir mal drauf. So, da vorne ist einer von uns gestorben. Auf grausamste Art und Weise. Schauen wir mal. Gut, du gehst noch ins Weite. So, das gefällt mir nicht, dass da tote Menschen sind. Dass diese darauf schließen. Sehen wir jetzt nicht wirklich was. In die Richtung. Wir werden dann nächste Runde davor gehen und auch runterschießen. Können diese großen Dinger vielleicht schießen auch? Kann das sein? Das wäre interessant. Ich dachte, die machen nur Nahkampf. Na, schauen wir mal. In die Knie und der nächste, die Lorna. Nein, die bleibt da stehen. Silvio. Fest drauf. Feste drauf. Und das lebt noch immer. Ist das ärgerlich?
So, dann schauen wir mal. Gehen wir mal auch darauf. Jo, du siehst ihn, darum ehrlich zu sein. Jetzt erst schießen wir drauf. Uff. Wirklich viel treffen tun wir ja nicht. Bist schon für nächste Runde ausgerüstet. Du ebenfalls. Jo. Nächste Runde. Geh, bleib da. Mist Ding. Kaufen dort, wo du bist, auch getroffen. Unbedingt das Beste, was wir da getan haben. Schauen wir mal da rein. Quer durch den Nebel. So, auch du. Ja. Snapshot. Und es lebt noch immer. Ich hasse es. Blödes Drum. So weit schießen wir nicht, Mist. Treffen sie ständig. Und dennoch. Könnten wir langsam sterben, du dummes Ding? Los, Paddy, gib ihm den Rest. Mit 18 zweimal drauf schießen. Ach, Gott sei Dank gedankt. Silvio noch.
das war's für diese Runde. Von da hinten wird noch immer geschossen. Dieses Mal ist es eindeutiger. Irgendjemand. Ah, wir haben ihn gefunden. Snapshot 33% mit 17. 17 mal 2 sind 34. Jo, machen wir doch glatt. Aber jetzt ist es hin. Bitte sag mir, dass es jetzt alles hin ist. Gut, 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 gut. Da hinten war der noch. Aber die Lorna dürfte es wenigstens überleben. Schaut zumindest so aus. Sie hat nur eine Fatal Wound. Das heißt, sie verliert nur einen Hitpoint pro Runde. Ich hoffe nicht, dass es noch so lange dauert, dass sie die alle noch verliert. Gut, du gehst nochmal bis zu der Lampe vor. Jetzt sehen wir da die ganze Straße, oder? Mhm. Da ist nichts mehr. Gott sei Dank gedankt. Die heißt Rosina. So, Petra, du bist in die Richtung. Gut, gut. Ich glaube, wir haben alle. Ah, immer wieder. Woher war das? Von da hinten. Ich glaube, von da hinten. Das heißt, du stehst genau perfekt. Um noch ein paar Schüsse abzukriegen. Offensichtlich war es da nicht. Ah, dann von da. Tja. Gehen. Schieß doch auf die Zivilisten und nicht auf mich. Ist das okay? Mist. Ich hätte es nicht so schreien sollen. Wer weiß, ob sie wirklich überlebt, die Lorna.
ist ein Nisser. Auch eine Kanone. Auch eine Kanone. Das hat mich gerade geschreckt wegen dieser Blumen. Man dachte, wow, wieder ein Alien. Mitten in der Wohnung. Gut, Tula, hinterher. Bin froh, dass sie noch nicht die Handgranate getimt hat. Meinen besten Mann im Feld erwischt. Von da hinten ist geschossen worden. Wow, so viele tote Zivilisten, das ist keine gute Sache. Warum wir da reingehen. Ich glaube, der kann ruhig den gesamten, seine gesamte Energie aufbrauchen. Sie nicht. Bis daher, Petra. Und gehst in die Knie. Und ja, da gibt's echt nichts mehr. Bleibst stehen. Ah. Nochmal saven. Oh, ich glaube, die halbe Stunde ist schon wieder vorbei. Diese Schlacht dauert irre lang. Abgeschossene UFOs gehen schneller. Herrschaften. Es ist einfach schrecklich. Ha, ich sehe ihn. Von wem aus? Von ihr nicht. Von ihr aus. Wir sollten nicht auf die umstehenden Passanten schießen. Wäre auch zu einfach gewesen. Hast du noch eine Dings? Jetzt hast du es mal in der Hand. Da könnten sie noch primen für die nächste Runde. Das ist eine. Das wäre. Nein, das wäre riskant.
Das machen wir nicht. So, Roisin. Gott, sie ist gedankt. Auch die ist verstorben. Aber wir gehen nicht mehr davon aus, dass es das letzte Alien war. Wir machen das weiter. Jetzt auf die Art und Weise, wie man das halt machen sollte eigentlich. Eigentlich sollte man das nur so machen, dass man quasi von Ort zu Ort haspelt, aber irgendwie, durch dass das so viele Aliens gleich rund um unser Schiff waren, Mist, naja, zu spät, dass so viele Aliens rund um unser Schiff waren, das hat dazu geführt, dass man einfach drauf losgestürmt sind. Herr Müller. Kommen Sie. Kommen Sie. Ich glaube, das war's. Boah, das war schrecklich. Wir haben 5 Civilians killed by Aliens und 4 XCOM Operatives sind auch verstorben. Aber wir haben 3 Civilians gesaved, immerhin 90 Punkte, und wir haben 20 Alien Artifacts recovered, 13 Alien Corpses recovered und wir haben 17 Aliens gekillt. 17! Bis jetzt habe ich immer am Anfang eine Schlacht gehabt, wo man 2 oder 3 Aliens killen musste. Ja, für so eine Rookie-Truppe waren wir recht gut. Wir waren nicht exzellent, aber wir waren auch nicht schlecht. Tula Laxo wurde Sergeant. Okay. Okay. Construction of Alien Containment at Wien is completed. Na dann. So, warte mal, wir müssen die Crafts neu ausrüsten. Weil Lana Shaw ist wounded. Das heißt, die können wir nicht da reinsetzen. Das heißt, wir setzen mal die 2 da dazu rein. Dann haben wir mal 11 drinnen. Und wir haben ja noch 4 weitere Leute bestellt quasi. Das passt eh. Das heißt, wir könnten eigentlich oder sollten sogar eigentlich noch mehr Soldaten. Oh, die sind schon verstorben, ist das schrecklich. Sniff. Purchase Recruit. Schauen wir mal, ob wir noch 4 Soldaten und einen Wissenschaftler kriegen. Ah, Research, warte mal, wir haben ja noch... Ah, keine Scientists available, schade. Wir können jetzt aber, schaut mal, was wir alles gefunden haben. Wir können jetzt dann noch andere Sachen auch uns anschauen. Heavy Plasma Clip. Yay. Okay. Ja. Aber das machen wir dann das nächste Mal.
Und jetzt mal ein Heavy Plasma, das können wir eins verkaufen. Plasma Rifle haben wir nur eine, Plasma Pistols haben wir sieben. Da verkaufen wir sechs, wirklich viele von denen, wenn wir nicht brauchen. Mit denen werde ich nicht wirklich kämpfen. Wir werden sie uns natürlich anschauen und überlegen, was können wir damit machen. Floater Corpses haben wir acht, da werden wir wahrscheinlich auch nicht acht brauchen. Behalten wir uns mal zwei von allen. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht, sich da mehr zu behalten. Das bringt Geld, Geld. Dieses Geld brauchen wir. Na gut, Herrschaften, an dieser Stelle sage ich euch gute Nacht. Ich werde jetzt aufhören für heute. Erstens bin ich müde und muss selbst ins Bett. Und zweitens haben wir eh schon wieder sehr lange uns das gegeben. Na gut. Also dann, bis dann. Tschüss euch.